Ja, hallo, mein Name ist Fabian Grenzer von Supportnet und wir zeigen euch ja hier die Toshiba. Ich muss leider immer draufschrauben, wenn ich euch sagen will, welche Toshiba. Das ist die THNSNF 512 für die Größe. Und dann kommen die wichtigen vier Buchstaben GCSS. Andere Toshiba SSDs haben hinten vier unterschiedliche Buchstaben, deswegen wird es beim Bestellen nicht leicht. Wir haben eben die GCSS für euch getestet, die 512 GB Modell. Und ich kann es gleich sagen, dritter Platz bei unseren Benchmarks. Und wir haben also ziemlich alle SSDs, die auf dem Markt sind, getestet. Da ist es schon also ein super Ergebnis. Geschlagen wurde sie nur von den 840er Modellen von Samsung. Gebaut ist sie in 19 Nanometer NAND. Mit 19 Nanometer NAND-Flash-Chips. Soll sehr stromsparend sein, das konnten wir leider nicht ausprobieren. Wir haben einfach die Benchmarks gemacht. Die könnt ihr bei uns auf dem Tipp auch nochmal genauer nachlesen. Ich kann euch sagen, die Input-Output-Operation pro Sekunde beim Lesen 85.000, beim Schreiben sind es 35.000. Und die Schreibrate war 440 Megabyte pro Sekunde, was auch sehr schnell ist. Der komplette Score von dem AS-SSD-Benchmark haben wir hier, 906. Wie gesagt, dritter Platz von unserem Test. Also für mich eine absolute Kaufempfehlung. Natürlich für alle Leute, die zu viel Geld haben eigentlich. Weil im Moment kostet die noch richtig Geld, über 400 Euro. Wir haben sie nur in einem einzigen Shop gefunden, weil die so neu ist. Die gibt es noch nicht zu kaufen. Ich denke mal, das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten so hoffentlich so um die 300 Euro einpendeln. Und dann ist es natürlich eine super Kaufempfehlung. Weil sie groß ist und wirklich sauschnell. Ja, das war's schon. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch unsere Benchmarks gefallen, dann abonniert uns auf YouTube. Wenn ihr Fragen habt, schreibt Kommentare. Wir werden versuchen, die zu beantworten. Ja, und ansonsten viel Spaß.